Und bei uns geht es jetzt weiter mit dem Thema Homeoffice. Und im Studio begrüße ich ganz herzlich den Herrn Bieler. Herzlich willkommen, Herr Bieler. Jetzt sind wir ganz schnell ins Homeoffice gegangen. Also bei uns waren es 3 Tage. Auf was kommt es beim Homeoffice überhaupt an? Gute Frage. Bei den meisten ist die Realität ja die, dass das Homeoffice irgendwo stattfinden muss. Das heißt, es gibt nicht den separaten, perfekten Büroraum, sondern es findet am Küchentisch statt, im Bad statt oder wo auch immer. Und da ist jetzt tatsächlich die Frage, wo kann ich mir jetzt diesen Platz sinnvoll einrichten mit meinem Laptop, mit meinem Bildschirm, mit meinem Rechner, wie auch immer das sich darstellt. Und wo kann ich mir eine professionelle Situation am besten einrichten oder eine möglichst professionelle Situation. Und das Ganze soll ja auch noch wohnlich wirken am Ende, oder? Dass ich mich auch wohlfühle und gut performen kann. Genau, das ist tatsächlich die Herausforderung, das gut darzustellen. Und auch ein ganz spannendes Thema finde ich immer, was für ein Bild gebe ich eigentlich bei der nächsten Online-Konferenz dann wieder? Also was ist da so im Hintergrund alles präsent? Auch das ist, finde ich, gewinnt zusätzlich an Bedeutung. Ja. Für die Möbel ganz konkret bedeutet das zunächst mal alles, worauf sie sich wohlfühlen und was für sie gut ist. Erfahrungsgemäß ist es so, 8 Stunden auf dem Stuhl wünsche ich mir dann schon einen Stuhl, der solche Basisanforderungen an einen professionellen Bürodrehstuhl bietet. Das bedeutet jetzt hier, ich habe einen höheneinstellbaren Stuhl, ich habe eine Kippmechanik bei dem Stuhl. Das sind dann solche Funktionen, die machen das Sitzen einfach angenehmer. Aber wir haben auch Kunden, die sitzen mit Begeisterung auf so einem Stuhl, finden das gut. Oder auf so einem Stuhl, der wenigstens die Drehfunktion hat. Der ist bequem. Sie haben schon manches angesprochen. Auf was sollte ich jetzt beim guten Stuhl auf jeden Fall achten, wenn ich da lang drauf sitze? Ja, tatsächlich die angesprochenen Funktionen. Also ich glaube, so eine Basisanforderung ist die Höheneinstellbarkeit und die Drehfunktion. Ich glaube, das macht das ganz angenehm und auch so eine gute passive Sitzposition. Ja, längere Gespräche oder so. Ich sitze ja nicht nur so die ganze Zeit am Schreibtisch, sondern ich möchte mich auch mal ein bisschen lümmeln und bewegen. Kommen wir zum Thema Tisch. Der Küchentisch sollte irgendwann Küchentisch wieder werden, nicht Schreibtisch. Gibt es da auch besondere Anforderungen? Also im professionellen Kontext haben wir ja heute eigentlich 98% aller Schreibtische, die wir verkaufen, sind höhenverstellbar. Das heißt, ich kann im Sitzen arbeiten und im Stehen arbeiten. Das wäre jetzt sicher auch wünschenswert für das Homeoffice, weil nichts anderes passiert dort. Wenn ich dort 8 Stunden bin, habe ich keinen Unterschied zu 8 Stunden im Büro. Das lässt sich oft schwer abbilden. Insofern, es gilt sicher, wie auch im Bürokontext, Wechsel, 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 nicht nur 8 Stunden in der gleichen Position sitzen. Es gibt aber auch sehr schöne höhenverstellbare Tische und vielleicht bietet sich doch eine Situation im Raum an, wo ich das gut oder in meinem Wohnraumkontext an, wo ich das abbilde. Abschließende Frage ist das Thema Licht. Wie wichtig ist das Licht, damit ich gut arbeiten kann? Ja, oft, also gute Frage, weil oft die am meisten unterschätzte Thematik, die am meisten beachtet wird, Ergonomie heißt nicht nur gutes Sitzen, gutes Stehen und Bewegung, sondern gute Arbeitsplatzergonomie heißt auch ein sehr gutes Licht. Und Sie kennen das Thema, Sie sitzen, bis es dunkel wird und erst dann merken Sie, jetzt sollte ich mal das Licht anmachen. Moderne, gute Beleuchtung bildet das ab und läuft im Tagesverlauf automatisch mit. Herr Bieler, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio und die tollen Tipps. Dankeschön für die Einladung. Hey, liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.